Ich rufe auf den Zusatzpunkt 16. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Lohnabstandsgebot beachten, Arbeitnehmer und Mittelstand entlasten, den steuerlichen Grundfreibetrag für 2024. Meine Damen und Herren, in der Kameraauge sehen Sie sozusagen den regen Wechsel hier zwischen den Fachpolitikern und einen gewissen Sog nach draußen an die Urnen, die hier vor dem Plenarsaal aufgebaut sind. Die Schriftführer haben die Arbeit aufgenommen. Der Abstimmungsvorgang wird bis 14.37 Uhr andauern. Dann also das Ende der namentlichen Abstimmung. Geplant ist, dass, wenn soweit ausgezählt ist, man nach dem Debattenende des nächsten Debattenpunktes, also des Zusatzpunktes 16, dann das Ergebnis verkünden kann der namentlichen Abstimmung hier über den Gesetzentwurf der Bundesregierung Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und die Änderung weiterer Vorschriften. Wenn das Gesetz so abgestimmt wird mit Mehrheit, dann würde es planmäßig am 1. November 2024 in Kraft treten. Es soll dann also künftig möglich sein, dass Geschlechtseinträge und Vornamen künftig per Erklärung gegenüber dem Standesbeamt geändert werden können. Die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung soll dann nicht mehr zwingend sein. Und das bisher einschlägige Transsexuellengesetz soll damit aufgehoben werden. So ist der Plan. Und bezogen auf die zweite Kammer, nämlich den Bundesrat, ist es so, dass es dort keinerlei Zustimmung notwendig ist. Also wenn dieses Gesetz hier durchgeht im Bundestag, dann wird es in Kraft treten. So ist tatsächlich erst einmal der juristische Stand. Natürlich wird es weiter Debatten darum geben. Wir haben einen Wechsel im Bundestagspräsidium, dort wo Vizepräsidentin Özegöz jetzt übernimmt. Und die wird gleich Zusatzpunkt 16 aufrufen, hat aber noch einen Nachtrag zum gestrigen Donnerstag. Hat Frau Kollegin Cordula Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gerufen, ich zitiere, das sind die Reden der zukünftigen Völkermörder. Zitat Ende. Dafür erteile ich ihr nachträglich einen Ordnungsruf. Und damit kommen wir jetzt zu Zusatzpunkt 16, wie ja eben schon angesprochen wurde, Beratung des Antrags. Oder waren wir da gerade? 16. Sind wir da jetzt? Ja, okay, genau. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Lohnabstandsgebot beachten, Arbeitnehmer und Mittelstand entlasten, den steuerlichen Grundfreibetrag für 2024 auf 14.000 Euro und weitere Tarifeckwerte korrespondierend erhöhen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Dürfte ich um etwas Ruhe bitten im Saal? Auch bei der AfD-Fraktion? Vielen Dank. Dann eröffne ich die Aussprache. Und es beginnt für die AfD-Fraktion Kai Gottschalk. Kai Gottschalk ist finanzpolitischer Sprecher. Und sein Mikro wird jetzt auch gleich auf sein und das der Vizepräsidentin geschlossen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Steuerzahler auf der Tribüne. Und vor allen Dingen, liebe Steuerkleptomanen, man kann das nicht nennen, der Schuldenampel. Ich will Ihnen noch mal auf die Sprünge helfen, über was wir hier heute nämlich reden, dass das Existenzminimum steuerfrei gestellt wird. Das übrigens resultiert aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Okay, auch das ist schwer für die Grünen, das kann man nicht so ganz nachvollziehen, bei der SPD inzwischen auch nicht mehr. Aber ich will Ihnen vielleicht auf die Sprünge helfen, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Es leitet es nämlich, wir haben heute so viel über Menschenwürde gesprochen, tatsächlich dieses Prinzip aus der Menschenwürde ab. Ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin. Es ist demnach nicht nur nicht sinnvoll, wenn der Staat einem Bürger erst einen Teil seines Existenzminimums als Steuer abnehme und ihm dann anschließend dieses Geld
wieder in Form staatlicher Unterstützungszahlungen zurückgibt, wie zum Beispiel Sozialhilfe, Wohngeld und viele andere Dinge. Übrigens ein Prinzip, was diese Schuldenkoalition seit Jahren hier mittlerweile betreibt, Menschengeld wegzunehmen, um ihnen einen kleinen Bruchteil wieder zu erstatten. Nein, das Verfassungsgericht führt weiter aus, da durch ein solches Vorgehen Menschen, nämlich die ökonomisch eigentlich in der Lage wären und sind, unabhängig zu leben, in die Position eines Bittstellers gegenüber staatlichen Stellen hineinzwingt, meine Damen und Herren. Und das entlarvt genau Ihre Politik, meine lieben Freunde von der Schuldenampel. Aber kommen wir zu den ernüchternden Zahlen. Und da hat ja selbst die CDU geschlafen, da hat die Presse, die hier versammelt ist, geschlafen. Der Skandal der Erhöhung des Bürgergelds zum 1. Januar um 12,1%, nämlich von 502 auf 563 Euro, der fand schon am 1. Januar 2023 statt. Da haben Sie nämlich auch den Grundfreibetrag lediglich um 5,4% erhöht, während Sie bei Einführung des Bürgergeldes die alten Sozialhilfedaten mal ebenso von 449 Euro auf 502 Euro erhöht haben. Das sind 11,8%. Nämlich also den Basisprozent haben Sie in nicht mal 15 Monaten das Bürgergeld um 25% erhöht und haben das beim Grundfreibetrag nicht mal auf 12 geschafft. Das entlarvt Sie, was Sie sind. Und da sage ich, pfui, das ist schändlich, was Sie hier betreiben. Das habe ich dann mal so mit dem Rechenstift sozusagen nachts ermittelt. War ja auch nicht schwer. Sie haben also nun hoffentlich gemerkt, dass was wir hier fordern und Herr Lindner teilweise ja jetzt auch ganz zaghaft fordert, nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und um das gleich mit Fakten zu untermauern, liebe Steuerzahler da oben, von einem Euro, das vom Bund der Steuerzahler, bleiben um 47,3 Euro Cent. Kriegen Sie sich das ein? Herr Abgeordneter, ich spreche mit Ihnen. Herr Abgeordneter, Herr Gottschalk, ist denn das so schwer, mal eine Sekunde kurz innezuhalten? Aber natürlich. Ich versuche Sie gerade darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns hier darauf verständigt haben, keine Zeichnungen und Bilder hochzuzeigen. Das ist kein Bild, das ist eine Grafik. Es war eine Grafik. Genau. Also nehmen Sie bitte Abstand davon. Gut, mache ich in Zukunft. Dankeschön für den Hinweis. Meine Partei hat mehrfach seit 2019 hier Anträge und Gesetzentwürfe eingebracht, den Grundfreibetrag zu erhöhen oder den Tarif auf Rädern, der ja sogar noch in einigen Wahlprogrammen der Parteien, die hier anwesend sind, steht. Sie haben das alles mit fadenscheinigen Begründungen abgewiesen und lieber um 25% das Bürgergeld in den letzten 13 Monaten erhöht. Ihre Lernkurve, so kann man es, glaube ich, feststellen, nähert sich wirklich asymptotisch der Nulllinie an. Ich hoffe, die Wählerinnen und Wähler werden das bei den Wahlen, die anstehen, dann auch entsprechend quittieren und bei der Partei das Kreuz machen, die sich für die Menschen wirklich, die hier arbeiten, einsetzt. Und unser Antrag, da ist der Name Programm, Lohnabstandsgebot beachten, Arbeitnehmer und Mittelstand entlassen und tatsächlich den Grundfreibetrag deutlich, und ich glaube, das habe ich eben deutlich auch gemacht, warum das sein muss, auf 14.000 Euro entsprechend zu erhöhen. Und da muss man sagen, Herr Lindner hat eigentlich schlechtes Gewissen und Sie nicht. Er hat ja dann wohl doch erkannt, weil er einen kleinen Vorstoß unternommen hat, er möchte ausländische Arbeitnehmer in Zukunft auch in den ersten 3 Jahren steuerlich entlassen. Zumindest hat er entdeckt, für echte Fachkräfte, wie ich sie auch definieren würde, ist Deutschland schon unattraktiv. Das gilt aber dann auch für die heimischen Arbeitnehmer, meine Damen und Herren von der FDP. Vielleicht machen Sie sich da mal denn ehrlich. Ja? Und Herr Fuß unterstützt das Ganze, indem er, ich zitiere noch mal mit der Erlaubnis der Präsidentin, ausführt in seiner Studie, wer in Vollzeit arbeitet, hat nicht immer mehr davon. Insbesondere die Menschen, die zwischen 4.000 und 5.500 Euro in den Großstädten liegen, weil dann eben Grundzuschläge, andere Zuschläge wegfallen. Er hat ausgerechnet, meine Damen und Herren, wenn eine Kraft dann von Teilzeit auf Vollzeit umstärkt, bei dieser Regierung hat derjenige 32 Euro Cent mehr, meine Damen und Herren. Sie sehen also, nur eine Partei hier im Deutschen Bundestag setzt sich wirklich für die Menschen ein. Und wir stehen dafür, dass Menschen, die arbeiten, nicht zu Bittstellern eines mittlerweile sozialistischen Staates werden, meine Damen und Herren. Danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
zum Auftakt dieser Debatte rund um den AfD-Antrag. Kai Gottschalk, der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Finanzpolitik ist in Deutschland ein Feld mit Finesse. Das werden wir gleich nochmal erleben. Michael Schrodi, SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, mit der Wahrheit hat es die AfD ja nicht immer so ganz genau genommen. In der Vergangenheit, auch heute nicht. Sie behaupten ja in Ihrem Antrag, Sie wollen Arbeitnehmer, Mittelstand entlasten. Wenn man sich aber die entsprechenden Studien von Instituten anschaut, die sich damit intensiv befassen, beispielsweise das ZEW zum Wahlprogramm 2021, dann heißt es dort, nach den Steuerplänen der AfD zum Wahlprogramm, zur Bundestagswahl 2021, hätte eine Familie, Ehepaar mit zwei Kindern, mit einem Bruttoeinkommen von 20.000 Euro genau 0 Euro mehr in der Tasche, bei einem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro 20 Euro mehr, aber bei 300.000 Euro Bruttoeinkommen hingegen 42.620 Euro mehr. Das DIW sagt deshalb, würde sich die AfD-Politik durchsetzen, käme es zu einer Umverteilung von Einkommen und Sozialleistungen von unten nach oben. Die AfD ist schlicht eine neoliberale Partei der Vermögenden. Das ist richtig an dieser Stelle. Zweitens, die AfD erwähnt in ihrem Antrag zunächst die hohen Teuerungsraten und die Belastung. Sie vergisst dabei aber drei Dinge. Erstens, Ursache für die hohen Teuerungsraten war der Angriffskrieg ihres Freundes und Finanziers Putin und der entsprechenden Zugriffs und des Gashahns, der zugedreht wurde. Zweitens, am stärksten betroffen von den Teuerungsraten waren Bürgerinnen und Bürger mit kleinen Einkommen, die Sie ja nicht entlasten wollen, was wir gerade gehört haben. Und drittens, Sie lassen unerwähnt, dass die gute Arbeit dieser Bundesregierung dazu geführt hat, dass die Inflationsrate nun sinkt, aktuell bei 2,2%, liegt unter anderem, weil wir schnell Gas aus anderen Quellen bezogen haben, weil wir Energiepreisbremsen eingeführt haben und die Preise nun wieder stark sinken. Eine sehr gute Nachricht für die Menschen in Deutschland und für die Unternehmen in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die AfD ist in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Bundespartei ist ein Verdachtsfall. Sie stehen auf Kriegsfuß mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie sind ein Gegner unseres sozialen Rechtsstaats. Das wird auch in Ihrem Antrag deutlich. Herr Gottschalk, Sie haben gerade das Verfassungsgericht bemüht. Ich sage Ihnen, und das wissen Sie gut genug oder sollten Sie wissen, es ist verfassungsrechtlich geboten, jeden Bürger und jeder Bürgerin das Existenzminimum zu garantieren. Das Bürgergeld sichert das sozialrechtliche Existenzminimum und ist aufgrund der hohen Teuerungsraten zu Recht deutlich angestiegen. Nun sehen Sie dadurch aber das sogenannte Lohnabstandsgebot gefährdet. Zwei Anmerkungen dazu. Andreas Peichel vom IFO-Institut, keine Vorfeldorganisation der Sozialdemokratie. Die aufgestellte Behauptung, wer nur Sozialleistungen beziehe, bekomme netto mehr als der Geringverdiener, ist schlicht falsch. Nehmen Sie das zur Kenntnis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zweitens, zur Wahrung des Lohnabstandsgebots wollen Sie nach unten treten. Wir brauchen dazu aber starke Gewerkschaften, ordentliche Tariflöhne und eine Anhebung des Mindestlohns. Das hilft den fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land. Und all das lehnen Sie aber ab. Zuletzt, mit dem Inflationsausgleichsgesetz aus dem Jahr 2022 haben wir für die Jahre 23 und 24 das steuerrechtliche Existenzminimum, also Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und wie üblich auch das Kindergeld deutlich, vor allem das Kindergeld auch deutlich angehoben. Es ist verfassungsrechtlich geboten, dass das steuerrechtliche Existenzminimum nicht hinter das sozialrechtliche Existenzminimum zurückfällt. Deshalb werden wir rückwirkend für das Jahr 2024 die Freibeträge entsprechend anheben. Das ist bereits vereinbart, auch in dieser Koalition. Das ist verfassungsrechtlich auch geboten. Zum Kinderfreibetrag und zum Kindergeld haben Sie aber übrigens in Ihrem Antrag
nichts gesagt. Es geht Ihnen überhaupt nicht um Inflationsausgleich und die Sicherung eines guten Auskommens für die Menschen in diesem Land. Sonst hätten Sie gerade die Familien, Ihre Kinder, die gerade so stark belastet sind durch die Inflation, nicht vergessen. Auch das gehört zur Wahrheit hier dazu. Übrigens haben wir mit dem Inflationsausgleichsgesetz, Herr Gottschalk, was Sie anscheinend nicht wissen, bereits etwas gemacht, was in Ihrem Antrag steht. Wir haben die sogenannten Eckwerte im Einkommensteuertarif verschoben. Und zwar mehr als für den Inflationsausgleich eigentlich notwendig wäre, denn die Inflation fiel letztlich geringer aus, als wir das 2022 angenommen haben. Was Sie aber auch hier verschweigen, Ihre weitere Eckwerteverschiebung im Einkommensteuertarif, die Sie wollen und fordern, kostet einerseits viel Geld und andererseits kommt das vor allem den Beziehern höchster Einkommen zugute. Sie bleiben sich also treu. Sie haben ein großes Herz für Vermögende und Spitzenverdiener, aber nicht für die Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und ordentliche Löhne brauchen. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Als nächstes erhält Olaf Gutting für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD ist ja in seinen Forderungen, insbesondere was die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrages auf 14.000 Euro anbelangt, doch ein Stückchen maßlos. Ich glaube, wenn wir Steuerpolitik seriös hier debattieren wollen, dann dürfen wir die Frage der Finanzierbarkeit nicht völlig aus den Augen verlieren. Aber die Diskussion über eine Entlastung von Arbeitnehmern, Mittelstand und die Wiederherstellung des Lohnabstandsgebotes ist natürlich eine Diskussion, die kommt zur richtigen Zeit. Denn seit Wochen erklärt Finanzminister Christian Lindner, es gebe eine dem Bürgergeld entsprechende Anhebung des Grundfreibetrages. Ja, diese wäre sogar zwingend notwendig, nur innerhalb der Ampel hat das bisher noch keine entsprechende Resonanz. Das Ganze kennen wir als ein fast schon ritualisiertes Schauspiel. Christian Lindner kündet großartige Entlastungen an. Einigen und umsetzen kann er es dann innerhalb der Ampel am Ende nicht. Wir haben das gestern schon in der Debatte um ein Sofortprogramm für die abstürzende deutsche Wirtschaft hier in diesem Haus gehabt. Diese Regierung ignoriert die Nöte der Menschen und besteht darauf, dass man in den letzten beiden Jahren, wie eben schon gehört, ja ach so Tolles geleistet habe. Wer auf die Rezession in diesem Land verweist, wer auf die Notwendigkeit der Zeitenwende in Steuer- und Wirtschaftspolitik verweist, der wird von der Ampel verhöhnt und abgekanzelt. Ich glaube, das ist nicht der Respekt, den man all denen zollen sollte, die jeden Morgen aufstehen, arbeiten gehen und am Ende dieses Land am Laufen halten. Wir haben gerade vor wenigen Tagen die 240 Seiten Entwurf zum Jahressteuergesetz von dieser Regierung erhalten. 240 Seiten steuerliche Änderungen, Anhebung Grundfreibetrag, Fehlanzeige. Anhebung Kinderfreibetrag oder Kindergeld, Fehlanzeige. Wir in der Union haben mit unserem Antrag im Finanzausschuss gefordert, den Kinderfreibetrag auf das sächliche Existenzminimum und das Kindergeld entsprechend der Bürgergelderhöhung ebenfalls um 12% anzuheben. Die Ampel und auch Sie, werte Kollegen von der FDP, haben ja am Mittwoch im Finanzausschuss diesen Antrag, trotz der vollmundigen Ankündigungen Ihres Ministers, diesen Antrag abgelehnt. Nun ist es das gute Recht der Regierung zu versuchen, dass diese Mini-Entlastungen, die ja in den letzten zwei Jahren erfolgt sind, als politische Großtat zu verkaufen. Das ändert aber nichts daran, dass es zwingend notwendig ist, dass wir weitere Anpassungen des Grund- und Kinderfreibetrages für das laufende Jahr 2024 benötigen. Und auch ohne den Progressionsbericht, den man ja abwarten möchte, der kommt ja irgendwann dann im Herbst, Ende des Jahres, ohne diesen Progressionsbericht. Meine Damen und Herren, es sieht doch ein Blinder, dass aufgrund der Inflation
in den letzten beiden Jahren die kalte Progression bei der Einkommensteuer eben nicht vollständig beseitigt wurde. Es wurde nicht vollständig berücksichtigt. Und deswegen ist hier dringender Handlungsbedarf. Ich möchte den Vergleich mit dem starken Anstieg des Bürgergeldes nicht überstrapazieren. Da geht es auch nicht um das Ausspielen zwischen Bürgergeldempfängern und arbeitender Bevölkerung. Es geht hier darum, den Einkommensteuertarif und die starke kalte Progression gerade nach der hohen Inflationsphase anzupassen. Und gerade die FDP, die ja den Finanzminister stellt, hat ja auch in ihrem Präsidiumspapier schon niedergelegt, dass Leistungsträger nicht durch heimliche Steuererhöhungen abgestraft werden dürfen. Wenn Sie das wissen, dann handeln Sie doch bitte endlich. Wir brauchen jetzt die Erhöhung der Steuerfreibeträge. Wir brauchen jetzt eine Neujustierung des Einkommensteuertarifs. Und unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Führen Sie Vorteile für Rentner ein, führen Sie für geleistete Überstunden eine steuerliche Entlastung an, bieten Sie Steueranreize für Fachkräfte. Wir wollen mehr Flexibilität für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um den modernen Gegebenheiten in einer digitalisierten Arbeitswelt auch gerecht werden zu können. Die Menschen in diesem Land brauchen Entlastungen. Sie brauchen kein großes Ankündigungsbuhai und falsche Versprechen, sondern Sie brauchen Entlastung. Wir fordern Sie auf, bringen Sie umgehend einen Gesetzesentwurf auf den Weg, der steuerliche Grundfreibetrag rückwirkend zum 1. diesen Jahres zu erhöhen. Leistung muss sich wieder lohnen. Handeln Sie endlich. In der Debatte um den AfD-Antrag Lohnabstandsgebot und Entlastung des Mittelstandes war das Olaf Gutting für die Unionsfraktion im Finanzausschuss. Für 14.37 Uhr, also vor zwei Minuten, war geplant, die Urne für die namentliche Abstimmung zu schließen. Und das ist jetzt in der Tat passiert, fast pünktlich, 14.39 Uhr. Bundestagsvizepräsidentin Özgürz hat das getan. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katharina Beck. Vielen Dank, liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Einmal vorweg, das Leistungsprinzip ist wunderbar. Wer viel leistet, darf auch mehr haben. Das ist wunderbar. Es geht nicht um Gleichmacherei, aber es geht auch darum, dass es gerecht in unserem Land zugeht. Und das gilt es immer wieder miteinander abzuwägen. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass die Inflation aktuell sehr nah am Zielbild ist von 2%. Sie ist jetzt bei 2,2%. Und wenn wir die ganze Zeit von Inflationsausgleich, und wir haben ein riesiges Inflationsausgleichsgesetz in einem Volumen von 156 Milliarden gesamtstaatlich über 5 Jahre beschlossen im letzten Jahr. Aber wenn wir das angucken, dann ist die Handlungsnotwendigkeit aktuell an der Stelle nicht ganz so groß. Und im Lebensmittelbereich, ich glaube, das freut sehr viele Menschen da draußen, nicht nur beim Dönerkauf, im Lebensmittelbereich ist die Inflation sogar um 0,7% zurückgegangen. Und ich muss einfach wirklich den Kopf schütteln, wenn gesagt wird, dass die Koalition bisher nur einen Tropfen auf den heißen Stein gemacht hätte. Mit dem Inflationsausgleichsgesetz, was wir beschlossen haben, entlasten wir in diesem Jahr gesamtstaatlich 31 Milliarden Euro. Und das bedeutet, ich komme jetzt schon noch mal mit Zahlenbeispielen, zum Beispiel für eine Familie mit 2 Kindern mit einem Bruttoarbeitslohn von 56.000, 1.540 Euro Steuerentlastung in diesem Jahr. 1.540 Euro, von denen man dann vielleicht doch mal sich ein paar Eise kaufen kann, vielleicht ein bisschen davon, ein paar Tage mehr in Urlaub fahren kann. Und das, finde ich, ist doch wichtig in diesen Zeiten, wo durch die Energiepreiskrise so die Preise angestiegen sind, dass wir diese Entlastung gemacht haben und haben. Und ich möchte einmal noch auf dieses Bild, die AfD sei die Partei des kleinen Mannes, ist sie gar nicht. Sie ist noch nicht mal mehr die Partei des kleinen Mannes und oder der kleinen Frau. Nein, die AfD würde sogar auch die Reichensteuer noch entlasten. Also alle, die über 250.000 Euro verdienen ungefähr. Das würden sie tun. Und es ist jetzt schon so, dass immer, wenn man was an der kalten Progression ändert, Vielverdienende deutlich mehr entlastet werden als Wenigverdienende. Was man in Zeiten von Klammen
Haushaltskassen immer mal angucken muss, ob das überhaupt so richtig gut passt. Haben wir aber trotzdem gemacht. Aber trotzdem haben wir gesagt, bei der Reichensteuer, es ist nicht notwendig. Diese Menschen kommen klar mit der Inflation. Und selbst da möchte die AfD das Steuergeld lieber noch mal raushauen, Steuermindereinnahmen auch an der Stelle in Kauf nehmen. Das ist wirklich hier eine reichenfreundliche und nicht eben eine gerechtigkeitsfreundliche Partei. Und das ist ganz wichtig, das so deutlich auszusprechen. Vielen Dank. Zum Faktischen des AfD-Antrages. Der Grundfreibetrag soll nach den Vorstellungen der AfD-Fraktion von bislang 11.604, das ist ja nämlich 2024, auf 14.000 Euro erhöht werden. Wir gehen weiter in der Debatte. Zuerst einmal muss ich die Behauptung des Kollegen Schrodi von der SPD, die AfD sei neoliberal, aufs Schärfste zurückweisen. Denn neoliberal im besten Sinne ordoliberal ist nicht, was die AfD von Deutschland möchte, zum Beispiel unsere Wirtschaft dadurch kaputt machen, dass sie aus der Europäischen Union austritt. Das hilft am wenigsten Arbeitern und Unternehmen im Land. Sie sind nicht ordoliberal im guten Sinne oder neoliberal. Das bedeutet ja oft das Gleiche. Sie sind eine Mischung aus verkappten Sozialisten und heimlichen Rechtsextremen, die einzig und allein dadurch zusammengehalten werden, dass sie weinerliches Berufsquerulantentum an den Tag legen. Und wenn sie mal Verantwortung tragen, wie zum Beispiel in einigen Gemeinden oder mal unter Druck geraten, wie Höcke im TV-Duell gestern, dann werden Sie zu empfindlichen Mimosen. Sie brauchen ja also niemandem was erzählen von Einsatz für Wirtschaft und Unternehmertum in Deutschland. Deswegen ist klar zu wissen, welche Analyse legen wir an den Tag und was müssen wir tun, um einerseits dafür zu sorgen, dass vor dem Hintergrund einer jetzt zurückgehenden Inflation, aber das war eben nicht immer der Fall, Menschen entlastet werden, die insbesondere unter der Inflation gelitten haben, nämlich kleinere Einkommen. Wo müssen wir Maßnahmen an den Tag legen, die gleichzeitig die Inflation nicht befeuern? Wenn wir zum Beispiel massiv Helikoptergeld verteilt hätten, wenn wir die Schuldenbremse nicht mehr einhalten würden, würden wir gegen die Politik der EZB laufen, die ja die Zinsen erhöht hat, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Wir würden also einen Teufelskreis in Gang setzen. Und deswegen muss man sehr genau schauen, welche Maßnahmen startet man fiskalpolitisch, um nicht geldpolitisch zuwiderzulaufen. Ja, Sie runzeln die Stirn, ist schwierig zu verstehen. Aber das sind die Realitäten, denen man sich stellen muss, wenn man eben Verantwortung hat und nicht nur vom rechten Rand pöbelt. Und deswegen haben wir Maßnahmen ergriffen, die dazu geführt haben, dass wir einerseits entlastet haben, aber dass wir vor allem, und das ist die wichtigste sozialpolitische Maßnahme dieser gesamten Legislatur, die man nicht unterschätzen kann, dass die Inflation endlich in den Griff gekommen, dass wir die Inflation endlich in den Griff bekommen haben. Sie können nicht einerseits sagen, die Ampel sei schuld an der Inflation und wenn sie dann zurückgeht, hätten wir nichts damit zu tun. Sie müssen sich schon entscheiden. Meine Analyse ist, wir haben dazu beigetragen, mit Einhaltung der Schuldenbremse, mit nicht zu viel Umverteilen, dass die Inflation zurückgegangen ist und das ist ein Riesenerfolg, insbesondere für die Kleineinkommen in Deutschland. Wir wollen deswegen aber nicht aufhören. Ja, in dieser Zeit war Inflationsbekämpfung wichtiger als Wirtschaftswachstum. Das gehört zur Realität dazu. Wenn wir jetzt die Inflation im Griff haben, treten wir in eine neue Phase über. Und bei der hat die Priorität, dass wir Wirtschaftswachstum in Deutschland garantieren und dass wir dafür sorgen, dass kleine Einkommen gestärkt werden. Und das tun wir ja auch durch den Grundfreibetrag. Das tun wir, indem wir das Inflationsausgleichsgesetz wieder nach dem Progressionsbericht auf den Weg bringen und den Kinderfreibetrag erhöhen. Der Kollege Schrodi hat es gesagt, wir sind uns als Ampel da einig. Jetzt muss es nur noch auf den Weg gebracht werden und ich hoffe, das geht schnell, denn die Menschen im Land können es dringend gebrauchen. Insofern glaube ich, haben wir gute Maßnahmen auf dem Weg, um die Menschen zu entlasten. Ich glaube auch, dass man an einigen Stellen schneller hätte sein können, dass man an einigen Stellen auch stärker hätte entlasten können. Das machen Sie ja in Ihrem Antrag deutlich, werfen aber mit Zahlen um sich, die jeder Berechnungs- und auch Bezahlbarkeitsgrundlage entbehren. Insofern seriös arbeiten, seriös dafür sorgen, dass Steuern auch bezahlt werden können in diesem Land. Und wenn Sie über das Lohnabstandsgebot sprechen wollen, dann bitte bedenken Sie auch so manche Studie, IFO-Institut, IFW, die gesagt haben, auch liebe Union, das Lohnabstandsgebot wird immer noch eingehalten in Deutschland. Hören Sie auf, das zu verbreiten. Es darf sich, und da stimme ich Ihnen zu, kein Gefühl breit machen in der Gesellschaft, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Und deswegen wollen wir ja besonders bei den kleinen Einkommen entlasten. Meine Fraktion ist da klar, wer arbeitet, muss mehr haben, als wer nicht arbeitet. Dazu stehen wir. Und in dem Sinne werden wir auch in den nächsten Jahren Sozial- und Wirtschafts- und Finanzpolitik betreiben. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Dr. Michael Meister für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bürgergeld ist am 1. Januar 2024 um 12% angehoben worden. Der Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer ist um 6,4% gestiegen. Und das ist eindeutig weniger in der Einkommenssteuer als beim Bürgergeld. Und jetzt gibt es eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was klar definiert, dass das sozialhilferechtlich definierte Existenzminimum die untere Grenze dessen ist, was einkommenssteuerrechtlich freizustellen ist. Und damit ergibt sich aus dem Verfassungsrecht, unabhängig von irgendwelchem politischen Streit, die Notwendigkeit, die fehlenden 5,6% in der Einkommenssteuer anzuheben, damit man auch auf die 12% kommt. Und, liebe Frau Beck, da gibt es politisch nichts abzuwägen, sondern Verfassungsrecht ist vom Deutschen Bundestag umzusetzen. Und ich würde mich freuen, wenn die Koalition nicht versuchen würde, Verfassungsrecht abzuwägen, sondern Verfassung einzuhalten. Das wäre mal eine Leistung. Und lieber Kollege Mordhorst, ich finde das ja toll, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, Leistung, Arbeit muss sich lohnen. Gleichzeitig erklären, das Lohnabstandsgebot sei eingehalten. Aber an der Stelle geht doch der Staat hin, unzulässigerweise, wie ich es gerade beschrieben habe, und nimmt den Menschen, die was mit Arbeit erwirtschaftet haben, unzulässigerweise, weil die Verfassung was anderes sagt, das wieder bei der Steuer weg. Und da können Sie doch nicht sagen, das ist gut. Selbst Ihr Finanzminister sagt, das muss korrigiert werden, und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2024. Dann, lieber Herr Schrodi, das ist doch Stümperei, was Sie machen. Sie haben doch, ich habe es vorhin angesprochen, den Grundfreibetrag angehoben. Und wenn Sie selbst das Bürgergeld angehoben haben, dann hätten Sie doch wissen müssen, dass Sie beides im Gleichklang tun müssen. Und weil Sie es nicht im Gleichklang tun, ist es keine Leistung, das jetzt im Nachgang zu reparieren, sondern es ist Stümperei, wie Sie Gesetzgebung in diesem Land betreiben. Und zu der Frage, Leistung muss sich lohnen, will ich auch mal deutlich sagen, ich bin der Meinung, wir brauchen dringend eine aktivierende Sozialpolitik. Wir wollen nicht Menschen versorgen in der Leistung des Staates, sondern wir wollen sie dazu anreizen und dazu bewegen, dass sie aus dieser Versorgung herauskommen. Und deshalb diskutieren wir hier auch über eine wichtige Frage, welche Signale, welche Anreize senden wir eigentlich den Menschen. Und deshalb ist die Korrektur dringend notwendig. Herr Kollege Gooding hat darauf hingewiesen, wir haben im Oktober einen Antrag vorgelegt, wo dieser Punkt des Grundfreibetrags, aber auch die entsprechenden Leistungen für die Kinder mit aufgerufen sind. Und insofern will ich auch mal dem Kollegen Gottschalk sagen, also wenn er sich hier hinstellt und sagt, das ist die einzige Partei, die an die Menschen denkt, dann ist es absurde Realitätsverweigerung und hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Unser Antrag ist eben hier noch nicht behandelt worden, sondern nur im Finanzausschuss. Aber deshalb existiert er ja und findet statt. Und jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass wir nicht mit dem 1. Januar 2024 stehen bleiben. Und auch wenn hier gesagt wird, Inflationsrate von 3,3% sei ja deutlich weniger als im Jahr vorher. Ja, das ist wahr. Aber 3,3% ist erstens immer noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen unter 2, bei knapp 2 liegen. Und zweitens bedeutet es, dass es immer noch eine kalte Progression gibt, die den Menschen auch jetzt was wegnimmt. Und deshalb haben wir die Erwartung, dass jenseits des 1. Januar 2024 für 2025 und 2026 der Gesetzgeber auch hier die kalte Progression ausgleicht. Da ist dringender Handlungsbedarf. Ja, das sagen Sie, Herr Mordhorst, machen wir. Der Finanzminister hat es angekündigt, aber ich bin sehr gespannt, ob alle Kollegen, Kolleginnen aus der Koalition diesen Vorschlag wirklich teilen und unterstützen. Wir würden uns darüber sehr freuen, wenn das geschehen würde. Und dann zu dem Thema Leistung bei der Inflationsbekämpfung. Also ich finde es ja immer fantastisch, wenn die Inflation nach oben geht, dann muss die Notenbank handeln. Wenn die Inflation nach unten gegangen ist, war es politischer Verdienst von irgendjemandem. Ich bin der Meinung, man sollte die Rollenverteilung mal klar sehen. Geldpolitik macht die Notenbank und Finanzpolitik macht die Politik hier. Und jetzt loben Sie sich für Ihren Beitrag der Finanzpolitik zur Inflationsbekämpfung.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr Ihre Finanzpolitik, Ihre Haushaltspolitik gewürdigt hat, indem Sie nämlich gesagt haben, das ist alles verfassungswidrig, weil Sie viel zu viele Schulden machen wollen. Da ist doch Ihrer seriösen Finanzpolitik ein eindeutiges Testat erteilt worden. Und jetzt haben Sie dann beim Haushalt 2024 alle möglichen Windungen getan, um Ihren Haushalt wieder einigermaßen verfassungsgemäß zu machen. Deshalb stellen Sie sich doch bitte nicht hier hin und sagen, Sie sind die großen Bekämpfer der Inflation. Kommen Sie bitte dann zum müssen Schluss. Sie haushaltspolitisch wirklich zu anderen Ergebnissen kommen. Dankeschön. Michael Meister von der Unionsfraktion mit der Wahrnehmung auch durchaus der wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Arbeit der Ampelregierung. Er hat selbst viele Jahre als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium gearbeitet. Jetzt am Mikrofon aufgerufen Christian Görke von der Gruppe Die Linke, Sprecher für Finanzpolitik, war mal Finanzminister in Brandenburg. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir erleben heute bei dieser Debatte und diesem Antrag eine riesige Rosttäuscherei. Die AfD gibt sich ja hier als Freund der kleinen Leute. Und die Wahrheit ist, sie sind es nicht. Ihre Steuervorschläge haben alle eine gemeinsame Botschaft. Denn wenn es nach Ihnen geht, wird bei den Topverdienern und dem Geldadel das meiste Geld hängen bleiben. Alles belegt. Und gleichzeitig haben Sie heute auch wieder versucht, die Bürgergeldempfänger zu verunglimpfen. Und die Wahrheit ist, fast 1 Million arbeiten hart, aber verdienen, Herr Gottschalk, so wenig, dass Sie eben mit dem Bürgergeld eben über die Runden kommen müssen. Und noch eine Wahrheit. 2022 ist das Bürgergeld um ganze 3 Euro angehoben worden, obwohl die Inflation zwischenzeitlich bei 11% lag. Das Existenzminimum ist also durch die Inflation entwertet worden. Und dazu hat die AfD immer geschwiegen. 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, darunter 1,5 Millionen Kinder. Ich weiß, dass Sie sich nicht hören wollen, haben Sie damit auch im Stich gelassen. Und noch eine Wahrheit. Und noch eine Wahrheit. Seit der Einführung des Mindestlohns 2015 ist der Mindestlohn schneller gestiegen als das Bürgergeld. Der Abstand beträgt 16%. Gleiches für den Grundfreibetrag. Der ist von 2015 bis 2023 ebenfalls schneller gestiegen als das Bürgergeld. Insofern führen wir heute eine Scheindebatte. Was Sie vorhaben, bringt den kleinen Einkommen vielleicht 1, 2, 3 Euro, aber den großen Einkommen mehrere hundert. Herr Gottschalk, Sie sind die Alternative für Spitzenverdiener. Auch schweigen Sie natürlich, wie schon gesagt, zur Gegenfinanzierung sich aus. Das sind Sie auch blank. Sie sind die größten Rosttäuscher des Landes. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nächster Redner ist Kasa Marvi für die SPD-Fraktion. Und er ist Mitglied im Finanzausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir erleben wieder einmal eine Dauerschleife des bei Ihnen fest verankerten Narrativs und führen heute erneut eine Debatte, in der verschiedene Glaubenssätze der antragstellenden Fraktionen zum Vorschein kommen. Das Bürgergeld sei viel zu hoch, Arbeiten lohne sich gar nicht mehr, die Ausgaben für Migration wären sowieso schuld an allem und ohnehin gebe Deutschland zu viel Geld für Europa aus. Dieses Debattennarrativ ist in vielfacher Hinsicht falsch, unterkomplex und unmenschlich. Ihr Narrativ spielt Menschen in unserer Gesellschaft gegeneinander aus. Sie sind gar nicht interessiert an einer sachlichen Debatte. Sie wollen vielmehr spalten, sie wollen nach unten treten und sie wollen gesellschaftlichen Unfrieden stiften. Und das ist schändlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr Narrativ passt hervorragend zu Ihrer antieuropäischen Grundhaltung. Es verkennt, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft in der Mitte Europas in besonderem Maße von der europäischen Integration profitiert. Unsere Unternehmen exportieren ihre Produkte vor allem in den europäischen Binnenmarkt. Die dadurch erzielten Wohlstandsgewinne übersteigen die Beiträge zum EU-Haushalt um ein Vielfaches. Es wäre jetzt ein großer Fehler, das fordern Sie konkret, Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung der Europäischen Union auszubremsen. Wir wollen kein Ende der EU. Wir spielen nicht mit der fatalen Dystopie eines Dexit. Wir wollen keinen Abstieg für unsere Wirtschaft. Wir wollen Europa stärken. Und das ist der zentrale Unterschied zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sie behaupten, dass Sozialleistungen nun angeblich so hoch seien, dass sich Arbeit für Mindest- und Niedriglohnbezieher und Bezieher kaum noch lohne und das Lohnabstandsgebot nicht mehr eingehalten werde. Es sind zu Recht verschiedene Studien der Ampelkollegin zitiert worden von Wirtschaftsinstituten. Ich habe eine Studie dabei vom WSI, die hat ermittelt, dass die Haushaltseinkommen von Erwerbstätigen mit Mindestlohn deutlich über dem Niveau des Bürgergeldes liegen, dass Alleinstehende, die Vollzeit zum Mindestlohn arbeiten, im Durchschnitt 532 Euro mehr verdienen. Das ist bei Familien mit 3 Kindern und einem Mindestlohneinkommen zwischen 430 und 770 Euro mehr sind. Das sind die Fakten. Ihr Narrativ verkennt, dass unsere Regierungspolitik bei den Rahmenbedingungen für Erwerbsarbeit und den Arbeitsmarkt nicht zuschaut, sondern aktiv handelt. Der Kollege Schröder hat das zu Recht gesagt. Wir überkompensieren sogar die kalte Progression mit dem Inflationsausgleichsgesetz. Wir haben einen Grundfreibetrag bei Regierungsantritt gehabt von 10.347 Euro. Wir haben ihn in 2023 und in 2024 noch mal erhöht auf jetzt 11.600 Euro. Und er wird natürlich weiter steigen, rechtskonform und entlang objektiver Kriterien. Und was vielleicht ab und zu vergessen wird, wir haben auch zielgenau Menschen mit geringeren Einkommen entlastet, indem wir die Midi-Job-Verdienstgrenze ab 2023 auf 2.000 Euro angehoben haben. Und damit noch viel, viel mehr Menschen von höheren Brutto- und Nettoeinkommen profitieren und damit auch von besserer sozialer Absicherung, von besseren Renten, setzen wir uns für deutlich mehr tarifgebundene Jobs und einen deutlich höheren Mindestlohn ein. Gute Arbeit, gute Löhne, Mitbestimmung, das ist unsere soziale Antwort auf Ihr spalterisches Narrativ. Denn davon lesen wir exakt rein gar nichts von diesen Forderungen in Ihrem Antrag. Wir können den guten Gewissens ablehnen. Vielen Dank. Und jetzt erhält der Abgeordnete Alexander Ulrich für die Gruppe BSW das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD will sich mal heute wieder zum Sprachrohr des kleinen Mannes, der kleinen Frau machen, denen es nicht so gut geht. Wir wollen noch mal daran erinnern, die AfD war gegen die Erhöhung des Bürgergelds. Die AfD hat immer gegen den Mindestlohn, gegen die Erhöhung von Mindestlohn gestimmt. Sie haben sich sogar in der Corona-Zeit dagegen ausgesprochen, dass die Pflegerinnen und so weiter eine Sonderzahlung bekommen. Die AfD macht gar nichts für die arbeitende Mitte oder für geringen Kleinbezieher. Deshalb glaube ich, ist das auch wieder so ein Fake-Antrag, der, wenn man sich innerlich mal durchliest, wieder feststellen kann, die AfD will nur nach unten treten. Das Problem für die AfD sind mal wieder die Bürgergeldbezieher, es sind die Migranten und es ist Europa, dass kein Geld mehr nach Europa fließen soll. Die AfD ist wirklich auch mit diesem Antrag mal wieder eine Schande für dieses Land, aber keine Alternative. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion? Union? Ja. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Schön, dass Sie es auch einrichten konnten, heute hier zu erscheinen. Ich wollte mal fragen, die BSW hat noch nicht einmal an irgendeiner Sitzung des Finanzausschusses teilgenommen. An keiner Anhörung, an keinem Berichterstattergespräch, an keiner Sitzung. Sie machen keine Fachpolitik. Sie erscheinen hier, halten Sonntagsreden. Aber wann machen Sie denn mal parlamentarische Arbeit? Ich kann Ihnen antworten, dass wir als BSW in verschiedenen Ausschüssen drin sind, dass wir aber aufgrund dessen, dass wir nur 10 Personen sind, nicht alle Ausschüsse bisher besetzen können. Und ich bin im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und für mich ist das auch ein Thema der Arbeit und Sozialpolitik. Deshalb rede ich hier dazu. Und deshalb sage ich mal, vielleicht kommen Sie mal zum Arbeit- und Sozialausschuss. Da werden Sie nämlich auch feststellen, dass das Narrativ der Union, dass man den Lohnabstand dadurch auch gewähren müsste, dass man das Bürgergeld nicht so hoch anheben sollte. Wer den Lohnabstand tatsächlich einhalten will, soll dafür sorgen, dass der Mindestlohn sich erhöht. Das sage ich an die AfD, das sage ich an die CDU, CSU und das sage ich auch an die FDP. Das wäre die Antwort auf diese Frage. Deshalb will ich auch noch mal deutlich zum Ausdruck bringen, dass die AfD hier wieder einen Scheinantrag gestellt hat. Sie wissen selbst genau, dass Sie damit wieder nur Vorbehalte bedienen wollen. Aber den Menschen da draußen wird es mit ihren Vorschlägen nicht besser sein. Wir kennen die Steuerkonzepte der AfD. Die sind von Instituten ausgewertet worden. Die kleinen und mittleren Einkommen würden durch ihr Steuerkonzept überhaupt nicht entlastet. Wer bei ihnen profitieren würde, sind die Großverdiener, die Spitzenverdiener und der Geldadel. Und da sagen wir als BSW Nein dazu. Was wir brauchen, ist Umverteilung. Das heißt, wenn man kleinere und mittlere Einkommen entlasten will, so wie wir es auch vorschlagen, muss man gleichzeitig auch die hohen Einkommen stärker besteuern. Eine Gegenfinanzierung kann nicht dadurch stattfinden, dass man das Bürgergeld reduziert, sondern die hohen Einkommen müssen stärker besteuert werden.
Deshalb, was wir brauchen, ist ein höherer Mindestlohn, mehr Tarifbindung und wir brauchen eine steuerliche Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen. Die Bundesregierung ist hier gefordert, auch vom Bundesverfassungsgericht. Das BSW fordert sie auf, endlich da Taten folgen zu lassen. Vielen Dank. Und der letzte Redner in dieser Aussprache ist Sascha Müller. Alexander Ulrich hatte das Wort für die Gruppe BSW. Er wies nochmal darauf hin, 10 Personen, nicht alle Ausschüsse besetzt. Er selber hat das Feld Arbeit und Soziales. Letzter Redner an diesem Datenpunkt, Sascha Müller, Bündnis 90 Die Grünen. Ob man im Finanzausschuss dann möglicherweise das Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Die AfD wieder mal einen eher fremden und europafeindlichen Antrag vorlegt, nur als Steuerantrag tarnt. Der Reihe nach schauen wir mal auf den Titel. Arbeit muss sich lohnen, Lohnabstandsgebot beachten. Es wird nicht richtiger, egal wie oft Sie es wiederholen. Arbeiten lohnt sich immer. Das belegen alle, es sind schon zitiert worden, seriösen Berechnungen. Das Wiederholen der immer gleichen Behauptung erinnert ein trotziges Kind, das mit dem Fuß aufstammt und beharrt, immer doch Recht zu haben, weil es eben meint, Recht zu haben. Weiter zum Titel. Mittelstand entlasten. Vielleicht meinen Sie die Mittelschicht, das ist ein bisschen was anderes. Und jetzt kommt der inhaltliche Punkt zum Steuerrecht. Sie wollen den Grundfreibetrag auf 14.000 Euro und die Tarifeckwerte korrespondierend erhöhen. Die AfD begründet das mit der hohen Inflation. Sie verschweigen dabei, dass sich die gesamte Inflation auf dem niedrigsten Stand seit 2 Jahren bewegt und dass trotz des externen Schocks eines Krieges in Europa und der Energieabhängigkeit von Russland bis vor 2 Jahren. Ganz falsch kann die Politik der Bundesregierung und der Koalition also nicht gewesen sein. Aber zurück zum Antrag. Sie spielen wieder und wieder Geringverdienende und BürgergeldempfängerInnen gegeneinander aus. Mit der Anhebung des Grundfreibetrags im Steuerrecht sollten möglichst viele der BürgergeldempfängerInnen zur Arbeitsaufnahme motiviert werden. Sie verweisen auf die Zahl von 4 Millionen erwerbsfähigen BürgergeldempfängerInnen. Der Zusammenhang scheint erst mal arg gewollt. Die Zahl ist auch noch sachlich falsch. Von den erwerbsfähigen BürgergeldempfängerInnen arbeiten über 800.000 Menschen. Sie beziehen ergänzend Bürgergeld. Viele sind Alleinerziehende, die in Teilzeit arbeiten müssen und deren Gehalt nicht zum Leben reicht. Ihre Rechnung geht nicht auf. Und richtig hässlich wird es zum Schluss. Wo liegt eine Gegenfinanzierung? Das ist wohl der eigentliche Punkt für den Antrag. Natürlich bei den Ausgaben für Migration. Der im Antrag genannte Betrag bräuchte auch noch einen eigenen Faktencheck. Stichwort darin enthaltene Kosten zur Fluchtursachenbekämpfung, also zur Reduktion von Migration. Auch hier die vermutlich vergebliche Bitte, hören Sie auf, Menschen, die ohnehin nicht viel haben, gegeneinander auszuspielen. Und weiterhin schlagen Sie vor, die Bundesrepublik soll sich ihren finanziellen Verpflichtungen bei der EU entziehen. Auch hier sind Sie übrigens mit den Zahlen nicht korrekt. Sie lassen die Gelder außer Acht, die nach Deutschland zurückfließen. Aber die Logik dahinter liegt ja auf der Hand. Sie wollen ja raus aus der EU. Eine echte Schreckensvision für unseren Wirtschaftsstandort und für unsere Sicherheit. Ich fasse zusammen. Es geht Ihnen nicht um Steuergerechtigkeit. Es geht Ihnen vielmehr darum, vor dem Europawahlkampf Ihre Agenda der Spaltung und der Europafeindlichkeit voranzubringen. Für alle wird heute damit genau wieder sichtbar, die AfD ist keine Alternative und schon gar nicht für Deutschland. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10975 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Ich komme jetzt zurück zu Zusatzpunkt 14 und werde zunächst einmal das Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Schlussabstimmung verlesen über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften. Das sind die Drucksachen 209049 und 201104. Abgegebene Stimmkarten 636. Mit Ja haben gestimmt 374. Mit Nein haben gestimmt 251. Enthaltungen gab es 11. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Also das Selbstbestimmungsgesetz oder das Gesetz zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag hier
noch einmal offiziell das Ergebnis der namentlichen Abstimmung verkündet. 636 abgegebene Stimmen, 374 Ja, 251 Nein, 11 Enthaltungen. Bemerkenswert war in den bereits letzten 20 Minuten, dass es in sozialen Netzwerken schon zum Teil Fotos von glücklichen Abstimmern über dieses Gesetz gegeben hat, bevor das Ganze hier noch einmal als abgestimmt im Plenum besprochen wurde. Das sind die Zeiten von Social Media, bestimmte Informationen oder erwartete Informationen gern schon mal vorher die Runde machen.